Und das Schöne bei diesem Metal Festival ist ja, es ist nur positiver Gedanke im Raum. Total. Die Gäste sind super freundlich, wenn irgendwas ist, sie sind gechillt, sie sind easy, haben nur gute Laune. Es gibt andere Feierlichkeiten, die es auf Dörfern gibt, da hat man mehr Stress. Schützenfeste. Keine Ahnung, was du meinst. Als nächstes haben wir am Rohr Maschi. Hallo Maschi. Hallo Werner. Erzähl doch mal kurz, was machst du hier auf dem Reload Festival? Ja, ich kümmere mich um das Aftershow-Zelt, was auch gleichzeitig das Frühstückszelt ist, wo wir das Frühstücksbuffet servieren. Ich kümmere mich um den Vorplatz, dass die Gäste mit Getränke versorgt werden, mit den Händlern, mit Essen und so. Genau. Und am Donnerstag haben sie uns den Vorplatz leer gefuttert, wenn ich das mal so sagen darf, oder? Ja, es war nicht nur leer gefuttert, die haben uns komplett auseinandergenommen. Da muss ich auch noch ein bisschen sorry sagen, wir waren auf einiges vorbereitet, aber dass die Gäste uns so überrennen, haben wir nicht erwartet. Es war geil und beim nächsten Mal haben wir mehr Bier. Wir haben definitiv mehr Bier, wir haben definitiv mehr Essen, weil das war, es war schlimm. Ich hatte wirklich einen Händler, der war um 8 Uhr leer mit dem, was er fürs ganze Wochenende vorbereitet hat. Er hat sich tausendmal entschuldigt, ist nach Hause gefahren, ist abends um 10 wieder hergekommen, hat wieder aufgemacht, ging auch nur eine Stunde. Also wie gesagt, sorry, aber nach 2 Jahren Pause, wir lernen wieder und nächstes Jahr versprochen. Wer kann denn ahnen, dass es so viele Verrückte gibt, die hier in die Provinz nach Suling fahren, um sich die Ohren bei Heavy Metal zudröhnen zu lassen. Okay, dann erzähl doch mal kurz, Frühstücksbuffet geht um 7 Uhr. 7 Uhr geht das Frühstücksbuffet los bis um... Das kommt auf die Gäste drauf an. Also das kommt wirklich auf die Gäste drauf an. Wir sagen so 11:30, 12:00. Wenn denn aber noch Ansturm ist, noch viel los ist, lassen wir sogar bis 1 offen. Aber es ist halt, wir brauchen halt ein Zeitfenster und meistens schließen wir so gegen Mittag. Gibt es bei dir Rührei? Natürlich. Gibt es Bacon? Natürlich. Wieso war ich da noch nicht? Weil du dann dich woanders rumtreiben musst. Ach so, ja, stimmt. Aber dann müsste ich mal zusehen, dass ich nächstes Jahr mal bei dir Bacon und Rührei essen komme. Ja, absolut. Und wir haben sogar auch für die Veganer etwas. Wir haben Hummus, wir haben 3 verschiedene Sorten. Wir haben veganen Aufschnitt. Wassermelone, was sehr gerne angenommen wird bei diesem Wetter, Multivitaminsaft, Tee für die Stimme und natürlich Kaffee. Dann haben wir die Aftershow-Party. Wir fangen jetzt, haben wir diesmal neu gemacht, um 10 Uhr schon an. Lass ein bisschen Musik laufen, wer das ein bisschen chilliger haben möchte, die Musik, genau. Fangen wir um 10 Uhr an mit der Aftershow-Party, spielen ein bisschen Musik und dann machen wir bis circa 3-4 Uhr. Kommt drauf an, wie viele Gäste wir da haben. Und dann können die noch zum Abschluss einmal auf dem Zelt sich was auf die Ohren geben lassen. Und da gibt es dann auch dieses Jahr neu, sonst waren hier die Bands auf dem Zelt und dieses Jahr ist so ein DJ da. Genau, dieses Jahr ist ein DJ da und der spielt auch jegliche Art von Wünsche, die man hat. Und geht auch auf die Kundenwünsche dann allen und dass halt die alle eine gute Laune haben, eine gute Stimmung haben. Danke Maschi, dann noch eine Nacht durchhalten und dann hast du es auch fast geschafft. Genau, morgen Abend 20 Uhr sind wir mit durch. Alles klar, danke dir. Gerne Werner, ciao.